Ja, wir sind in Alpen. Wir haben hier einen Warnstreik von Norgren, Lemken, GTS und Aumund. Ja, und wir kämpfen halt dafür, dass wir 5,5% mehr Lohn bekommen. Die Situation ist ja die, dass also die Kaufkraft ja durch entsprechend gesteigert wird und mit der gesteigerten Kaufkraft wiederum ja auch die Konjunktur und die Wirtschaft entsprechend angekurbelt wird. Und die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, wir sind ja auch im Naheinzugsgebiet vom Ruhrgebiet und die würden natürlich auch oder ihre finanziellen Mittel, die sich daraus ergeben, gerne wieder investieren und auch in die Wirtschaftskreislauf wieder mit einführen. Viele benötigen das Geld dringend, weil auch Energiekosten, wo auch der Arbeitgeber zu lassen geht, haben wir auch mit zu tun. Das heißt, Energiekosten sind gestiegen. Vor allem, wenn man die Spritpreise nimmt, man muss zur Arbeit kommen. Oder Heizung, Wasser, alles ist gestiegen, massiv gestiegen. Viele haben ja auch jetzt schon Angst vor diesem langen Winter. Was kommt also an Nachzahlungen für sie? Viele gehe ich davon aus, sie schaffen sich auch ein Stück Polster. Bei den meisten ist das Geld verplant. Etwas oberhalb kann natürlich dann anders gehaushaltet werden. Aber das ist eine entscheidende Frage. Auch wenn man Kinder hat, die letztlich auch irgendwann für unsere Rente sorgen müssen und sorgen sollen. Kindertagesplätze, Schulen, es kostet heute alles Geld. Es wird ja nicht weniger auf Strom, Gas, Wasser, Autoversicherung, wie auch immer, die wollen alle mehr Geld, auch wir. Dann sind es dann ja alle nichts, müssen auch mehr im Portemonnaie haben. Ohne dem können wir nicht dann diese, sag mal, Kosten tragen und müssen notfalls wieder irgendwann mal der Staat zur Last fallen. Und da wollen wir ja auch nicht. Also wenn sich in der nächsten Tarifrunde nichts tut, sollten sie eigentlich sehen, dass die Leute sehen, dass die ganz schleunigst alle mitziehen, an jedem Streik teilnehmen, um zu sagen, es geht nicht ohne.